Das Wirken der Unendlichkeit. Siebtes Kapitel. Die Krise. Don Juan definierte die innere Stille als einen besonderen Seinszustand, in dem die Gedanken ausgeschaltet sind und man aus einer anderen Ebene heraus und nicht durch das alltägliche Bewusstsein agiert. Er betonte, innere Stille bedeutet die Unterbrechung des inneren Dialogs, der ständig alle Gedanken begleitet und sei deshalb ein Zustand umfassender Stille. Die alten Zauberer, sagte Don Juan, sprachen von innerer Stille, denn es handelt sich um einen Zustand, bei dem die Wahrnehmung nicht von den Sinnen abhängig ist. Während der inneren Stille ist eine andere Fähigkeit am Werk, die der Mensch besitzt und ihn zu einem magischen Wesen macht. Genau diese Fähigkeit ist eingeschränkt, aber nicht durch den Menschen, sondern durch einen äußeren Einfluss. Was ist das für ein Einfluss, der die magischen Fähigkeiten des Menschen einschränkt, wollte ich wissen. Auf dieses Thema werde ich in Zukunft noch eingehen, erwiderte Don Juan. Bei unserem Gespräch geht es diesmal nicht darum, obwohl es einer der wichtigsten Aspekte der Zauberei der Schamanen des alten Mexiko ist. Innere Stille, fuhr er fort, ist der Punkt, von dem alles in der Zauberei ausgeht. In anderen Worten, alles, was wir tun, führt zu diesem Punkt, der sich wie auch alles andere in der Welt der Zauberer erst dann zeigt, wenn uns etwas Gewaltiges erschüttert. Don Juan sagte, die Zauberer im alten Mexiko hätten zahllose Möglichkeiten entwickelt, um sich oder andere Zauberer bis aufs Tiefste zu erschüttern, um den gewünschten Zustand der inneren Stille zu erreichen. Sie benutzten die ausgefallensten Dinge, die in keinerlei Beziehung zur inneren Stille zu stehen scheinen, als Schlüssel, um diesen Zustand herbeizuführen. Sie sprangen etwa in einen Wasserfall oder hingen eine ganze Nacht lang mit dem Kopf nach unten am obersten Ast eines Baumes. Entsprechend der Logik der Zauberer im alten Mexiko, erklärte Don Juan kategorisch, innere Stille werde angesammelt und wachse heran. In meinem Fall bemühte er sich darum, mich so weit zu bringen, dass ich in mir einen Kern der inneren Stille aufbauen und ihn bei jeder Gelegenheit, in der ich mich darin übte, Sekunde um Sekunde vergrößern könnte. Er erklärte, die Zauberer im alten Mexiko hätten herausgefunden, dass jeder Mensch im Hinblick auf die Zeit eine unterschiedliche Schwelle der inneren Stille habe, was so viel bedeutet, jeder muss entsprechend der Länge seiner spezifischen Schwelle die innere Stille halten, bevor sie wirksam werden kann. Was war für jene Zauberer das Zeichen, dass die innere Stille wirksam ist, Don Juan? Fragte ich. Innere Stille wird von dem Augenblick an wirksam, in dem man beginnt, sie anzusammeln, erwiderte er. Das Streben der alten Zauberer richtete sich darauf, das entscheidende, dramatische Ergebnis, die individuelle Schwelle der Stille zu erreichen. Manche sehr begabte Zauberer brauchen nur wenige Minuten der Stille, um das erwünschte Ziel zu erreichen. Andere, weniger talentiertere, brauchen dazu lange Zeit der Stille, vielleicht mehr als eine Stunde völligen Schweigens. Das angestrebte Ergebnis nannten die alten Zauberer das Anhalten der Welt. Es ist der Augenblick, wenn alles um uns herum aufhört, das zu sein, was es immer gewesen ist. Es ist der Augenblick, wenn die Zauberer zum wahren Wesen des Menschen zurückkehren, fuhr Don Juan fort. Die alten Zauberer nannten das auch die völlige Freiheit. In diesem Augenblick wird aus dem Menschen, der ein Sklave ist, das freie Wesen, das zu Meisterstücken der Wahrnehmung fähig ist, die unserer linearen Vorstellung widersprechen. Don Juan versicherte mir, die innere Stille sei der Weg, um das eigene Urteilsvermögen tatsächlich außer Kraft zu setzen.
Sie führte zu dem Augenblick, wo die sensorischen Daten, die aus dem gesamten Universum kommen, nicht mehr von den Sinnen interpretiert würden. Es sei ein Moment, in dem die Wahrnehmung aufhöre, die Kraft zu sein, die durch Gebrauch und Wiederholung das Wesen der Welt bestimmt. Die Zauberer brauchen eine Krise, damit das Wirken der inneren Stille beginnt, sagte Don Juan. Die Krise ist wie Mörtel, den der Maurer zwischen die Steine bringt. Erst wenn der Mörtel hart geworden ist, wird aus den losen Steinen eine Mauer. Don Juan hatte mir von Anfang unserer Beziehung an den Wert und die Notwendigkeit der inneren Stille eingehämmert. Ich gab mir größte Mühe, seinen Ratschlägen zu folgen, um innere Stille anzusammeln. Und das geschah buchstäblich Sekunde um Sekunde. Ich hatte keine Möglichkeit, die Wirkung des Sammelns zu überprüfen, und ich konnte auch nicht beurteilen, ob ich irgendeine Schwelle erreicht hatte oder nicht. Ich bemühte mich einfach verbissen darum, dass die innere Stille zunahm. Ich tat es nicht nur, um Don Juan zufriedenzustellen, sondern weil das Ansammeln an sich für mich zu einer Herausforderung geworden war. Eines Tages schlenderten Don Juan und ich über den Hauptplatz von Hermosillo. Es war früher Nachmittag, der Himmel war bewölkt und ich empfand die trockene Hitze als sehr angenehm. Um uns herum waren viele Menschen. Um den Platz gab es Geschäfte. Ich war schon oft in Hermosillo gewesen, doch die Geschäfte waren mir nie aufgefallen. Ich wusste, es gab diese Geschäfte, aber sie waren mir nie wirklich bewusst geworden. Ich wäre nicht in der Lage gewesen, von diesem Platz eine genaue Skizze anzufertigen, selbst wenn mein Leben davon abgehangen hätte. Als ich an jenem Tag mit Don Juan über den Platz ging, versuchte ich, mir den Standort und die Art der Geschäfte genau einzuprägen. Ich suchte nach einer Gedächtnishilfe, die es mir später ermöglichen würde, meine Erinnerung wachzurufen. Don Juan riss mich aus meiner Konzentration. »Ich habe dir schon oft gesagt, dass jeder Zauberer, den ich kenne, sei es Mann oder Frau, früher oder später in seinem Leben in eine Krise gerät. Bedeutet das, sie haben einen Nervenzusammenbruch oder etwas Ähnliches?« fragte ich. »Nein, nein«, erwiderte er lachend. »Nervenzusammenbrüche bekommen Leute, die ihre Schwächen pflegen. Zauberer sind keine gewöhnlichen Leute.« Ich meine, in einem bestimmten Augenblick muss die Kontinuität ihres Lebens abreißen, damit die innere Stille einsetzen und ein aktiver Teil ihres Organismus werden kann. Es ist von allergrößter Wichtigkeit, fuhr Don Juan fort, dass du diese Krise bewusst erreichst oder dass du sie künstlich oder geschickt herbeiführst. »Was meinst du damit, Don Juan?« fragte ich gespannt, weil seine Gedanken mich natürlich neugierig machten. »Deine Krise«, erwiderte er, »bedeutet, dein Leben, wie du es kennst, aufzugeben. Du hast gehorsam und genau alles getan, was ich dir aufgetragen habe. Wenn du begabt bist, dann zeigst du es nicht. Doch das scheint dein persönlicher Stil zu sein.« Du bist nicht langsam, aber du verhältst dich so, als seist du langsam. Du bist sehr selbstsicher, aber du gibst dich so, als ob du unsicher wärst. Du hast keine Angst, aber du benimmst dich, als hättest du Angst vor Menschen. Alles, was du tust, weist auf einen einzigen Punkt. Du musst rücksichtslos Schluss damit machen. Aber in welcher Weise, Don Juan? An was denkst du? Fragte ich erschrocken. »Ich glaube, es läuft alles auf einen einzigen Schritt hinaus«, antwortete er. »Du musst deine Freunde verlassen. Du musst dich endgültig von ihnen verabschieden. Es ist dir nicht möglich, auf dem Weg des Kriegers weiterzugehen und dabei deine persönliche Geschichte mit dir herumzuschleppen. Wenn du deine Lebensweise nicht änderst, werde ich dir keine weiteren Unterweisungen mehr geben können.« »Aber, Don Juan«, sagte ich, »da muss ich Einspruch erheben. Du verlangst zu viel von mir. Um offen zu sein, ich glaube, das kann ich nicht tun. Meine Freunde sind meine Familie. Sie sind meine Bezugspunkte.«
Richtig, richtig, bemerkte er. Sie sind deine Bezugspunkte. Deshalb musst du auf sie verzichten. Zauberer haben nur einen Bezugspunkt, die Unendlichkeit. Aber was soll ich tun, Don Juan? Fragte ich mit klagender Stimme. Seine Forderungen machten mich wütend. Du musst einfach gehen, erklärte er nüchtern. Wie du das machst, darauf kommt es nicht an. Geh einfach. Aber wohin soll ich gehen? Fragte ich. Ich empfehle dir, nimm ein Zimmer in einem der billigen Hotels, die du kennst, sagte er. Je hässlicher es ist, desto besser. Wenn das Zimmer einen schmutzig grünen Teppich, schmutzig grüne Vorhänge und schmutzig grüne Wände hat, umso besser. Es sollte ein Hotel sein wie das, das ich dir einmal in Los Angeles gezeigt habe. Ich lachte nervös bei der Erinnerung daran, wie ich mit Don Juan einmal durch das Industriegebiet von Los Angeles gefahren war, wo es nur Lagerhäuser und schäbige Hotels für Durchreisende gab. Besonders ein Hotel zog die Aufmerksamkeit von Don Juan auf sich, weil es einen so pompösen Namen hatte. Edward der Sechste. Wir hielten auf der anderen Straßenseite an und betrachteten es einen Augenblick. »Das Hotel dort«, erklärte Don Juan und deutete darauf, »ist für mich die wahre Verkörperung des Erdenlebens eines durchschnittlichen Menschen. Wenn du Glück hast oder rücksichtslos bist, bekommst du ein Zimmer mit Blick auf die Straße. Von dort siehst du die endlose Parodie menschlichen Elends. Wenn du kein Glück hast oder nicht rücksichtslos genug bist, bekommst du ein Zimmer auf der Rückseite mit Fenstern, die auf die Wand des nächsten Hauses gehen. Stell dir vor, dein Leben hin und her gerissen zwischen den beiden Aussichten zu verbringen. Wenn du ein Zimmer auf der Rückseite hast, möchtest du den Blick zur Straße. Wenn du ein Zimmer mit Blick zur Straße hast, möchtest du ein Zimmer auf der Rückseite, weil du es leid bist, auf die Straße zu schauen. Don Juans Metapher ließ mich nicht mehr los, denn ich hatte sie sehr wohl begriffen. Konfrontiert mit der Aussicht, ein Zimmer in einem Hotel von der Art des Edward den Siebten nehmen zu müssen, wusste ich nicht, was ich sagen oder tun sollte. »Was soll ich dort machen, Don Juan?« fragte ich. »Ein Zauberer benutzt einen solchen Platz, um zu sterben«, sagte er und sah mich durchdringend an. »Du bist nie in deinem Leben allein gewesen. Jetzt ist es soweit, genau das zu tun. Du wirst in diesem Zimmer bleiben, bis du stirbst.« Seine Forderung machte mir Angst, aber gleichzeitig musste ich lachen. »Ich will nicht sagen, ich werde es tun, Don Juan«, erklärte ich, »aber welches Kriterium verrät mir, dass ich tot bin, es sei denn, du möchtest, dass ich körperlich sterbe?« »Nein«, sagte er, »ich möchte nicht, dass dein Körper stirbt. Ich möchte, dass deine Person stirbt. Das sind zwei verschiedene Dinge. In Wirklichkeit hat deine Person sehr wenig mit deinem Körper zu tun. Deine Person ist dein Bewusstsein. Und das kannst du mir glauben, dein Bewusstsein gehört dir nicht.« »Das ist doch Unsinn, Don Juan, dass mein Bewusstsein mir nicht gehört«, hörte ich mich mit einem nervösen Unterton sagen. »Ich werde eines Tages mit dir darüber sprechen«, sagte er, »aber nicht, solange du von deinen Freunden umgeben bist.« »Das Kriterium für den Tod eines Zauberers«, fuhr er fort, »ist es, dass es für ihn keinen Unterschied macht, ob er allein oder in Gesellschaft ist. An dem Tag, an dem du nicht die Gesellschaft deiner Freunde suchst, die du als Schutzschilde benutzt, an diesem Tag ist deine Person gestorben. Was sagst du dazu? Bist du bereit?« »Das kann ich nicht, Don Juan«, sagte ich. »Es nützt nichts, wenn ich versuche, dich zu belügen. Ich kann meine Freunde nicht verlassen.« »In Ordnung«, sagte er unbeeindruckt. Meine Aussage schien ihn nicht im geringsten zu berühren. »Ich werde nicht mehr mit dir reden können, aber wir können uns darauf einigen, dass du in der Zeit unseres Zusammenseins viel gelernt hast. Du hast Dinge gelernt, die dich sehr stark machen werden, unabhängig davon, ob du zu mir zurückkommst oder deiner eigenen Wege gehst.«
Er klopfte mir auf den Rücken und verabschiedete sich von mir. Er drehte sich um und verschwand zwischen den Menschen auf dem Platz, als sei er mit ihnen verschmolzen. Einen Augenblick lang hatte ich das seltsame Gefühl, die Leute seien wie ein Vorhang, der sich vor ihm geöffnet und hinter ihm geschlossen hatte. Unsere Beziehung war zu Ende, und wie alles in der Welt von Don Juan war es sehr schnell und unvorhersehbar gegangen. Plötzlich war ich damit konfrontiert und ich wusste nicht einmal, wie es dazu gekommen war. Ich hätte am Boden zerstört sein sollen, das war jedoch nicht der Fall. Ich weiß nicht, warum ich mich ungeheuer erleichtert fühlte. Ich staunte über die Leichtigkeit, mit der alles zu Ende gegangen war. Don Juan besaß in der Tat eine unvergleichliche Eleganz. Es gab keine Vorwürfe, keinen Zorn oder irgendetwas dieser Art. Ich stieg in meinen Wagen und fuhr glücklich und unbeschwert davon. Ich fühlte mich so frei wie ein Vogel in der Luft. Erstaunlich, dass alles so schnell und so schmerzlos geendet hat, dachte ich. Die Rückfahrt verlief ohne besondere Ereignisse. In Los Angeles, in meiner gewohnten Umgebung, stellte ich fest, dass mir die letzte Begegnung mit Don Juan eine erstaunliche Menge Energie gegeben hatte. Ich war sehr glücklich, sehr entspannt und widmete mich mit erneutem Eifer dem, was ich für mein normales Leben hielt. Alle Probleme mit meinen Freunden und meine Erkenntnisse über sie, alles, was ich Don Juan in dieser Hinsicht gesagt hatte, war völlig vergessen. Etwas schien es aus meinem Bewusstsein entfernt zu haben. Ich staunte mehrmals über die Leichtigkeit, mit der ich etwas vergessen hatte, was von so großer Bedeutung gewesen war, und ich wunderte mich darüber, dass ich es so gründlich vergessen hatte. Alles verlief so wie erwartet. Es gab nur eine einzige Unstimmigkeit in meinem musterhaften neuen alten Leben. Ich erinnerte mich sehr gut daran, dass Don Juan gesagt hatte, mein Abschied von der Welt der Zauberer sei reine Theorie und ich werde zurückkommen. Ich erinnerte mich an jedes Wort unseres Gesprächs und hatte alles aufgeschrieben. Mein normales, lineares Denken und Erinnern schlossen jedoch aus, dass Don Juan jemals solche Dinge gesagt hatte. Wie konnte ich mich an etwas erinnern, das nicht stattgefunden hatte? Mein Grübeln darüber führte zu nichts. Meine Pseudo-Erinnerung war seltsam genug, um eine größere Sache daraus zu machen. Aber dann kam ich zu dem Schluss, es sei sinnlos. Aus meiner Sicht hatte ich Don Juans Umgebung endgültig verlassen. Ich befolgte Don Juans Rat in Hinblick auf mein Verhalten gegenüber all jenen, durch die ich Vorteile hatte, und das führte zu einer umwälzenden Entscheidung. Ich wollte meinen Freunden meine Anerkennung dafür aussprechen und mich bei ihnen bedanken, bevor es zu spät war. Einer der Fälle war mein Freund Rodrigo Cummings. Ein Ereignis, an dem mein Freund Rodrigo Cummings beteiligt war, erschütterte jedoch meinen neuen Grundsatz und machte ihn völlig zunichte. Die Haltung zu meinem Freund veränderte sich grundsätzlich, als ich ihm gegenüber meine Rivalität aufgab. Danach stellte ich fest, dass mir nichts leichter fiel, als mich völlig in alles hineinzuversetzen, was Rodrigo tat. Mit anderen Worten, ich war genau wie er. Aber mir wurde das erst bewusst, als ich nicht mehr mit ihm konkurrierte. Dann zeigte sich mir die Wahrheit mit erschreckender Klarheit. Zu Rodrigos größtem Wunsch gehörte es, das Studium zu beenden. Er schrieb sich jedes Semester mit großem Eifer ein und belegte so viele Vorlesungen, wie erlaubt waren. Im Verlauf des Semesters verlor er jedoch die Lust an einer Vorlesung nach der anderen und ging nicht mehr hin. Manchmal kam er überhaupt nicht mehr zur Uni. Dann wieder erschien er tatsächlich zu einer Vorlesung, die dreimal in der Woche stattfand, bis zum bitteren Ende. In seinem letzten Semester belegte er eine Vorlesung in Soziologie und weil es ihm gefiel, ging er auch immer hin. Das Abschlussexamen rückte näher. Er sagte mir, er habe 3 Wochen, um sich darauf vorzubereiten. Rodrigo musste das Lehrbuch zu der Vorlesung lesen. Er fand, 3 Wochen seien unglaublich viel Zeit, um nur 600 Seiten zu lesen. Er hielt sich für einen schnellen Leser mit einer ausgezeichneten Merkfähigkeit.
Seiner Ansicht nach besaß er ein nahezu perfektes fotografisches Gedächtnis. Rodrigo war der Meinung, er habe noch sehr viel Zeit vor der Prüfung und bat mich deshalb, ihm zu helfen, seinen Wagen umzubauen, damit ihm das Verteilen von Zeitungen leichter von der Hand gehe. Er wollte die rechte Wagentür ausbauen, um die Zeitungen mit der rechten Hand aus der Türöffnung zu werfen, anstatt mit der linken über das Wagendach. Ich wies ihn darauf hin, dass er Linkshänder sei, aber er erklärte vorwurfsvoll, zu den vielen Fähigkeiten, die geflissentlich alle seine Freunde übersahen, gehöre es, dass er beidhändig sei. Damit hatte er recht. Mir war das noch nie aufgefallen. Nachdem ich ihm beim Ausbauen der Wagentür geholfen hatte, beschloss er, die zerschlissene Innenverkleidung des Wagendachs zu entfernen. Er sagte, der Wagen sei technisch einwandfrei. Er würde ihn nach Tijuana, Mexiko bringen. Als guter Einwohner von Los Angeles nannte er Tijuana nur TG. Dort wollte er sich für ein paar Dollar die Innenverkleidung erneuern lassen. »Einen Ausflug würde uns gut tun«, meinte er fröhlich und begann sofort über die Freunde nachzudenken, die er mitnehmen würde. »Natürlich wirst du in TG nach gebrauchten Büchern suchen. Du bist eben verrückt. Die anderen werden in ein Bordell gehen. Ich kenne dort ein paar.« Wir brauchten eine Woche, um die ganze Innenverkleidung zu entfernen und das Blech abzuschleifen, um es für das Anbringen der neuen Verkleidung vorzubereiten. Rodrigo blieb noch 2 Wochen zum Lernen. Er fand noch immer, das sei viel zu viel Zeit. Er überredete mich, ihm beim Streichen seiner Wohnung zu helfen. Die Malerarbeiten und das Abschleifen des Holzbodens dauerten über 1 Woche. In einem Zimmer wollte er die Tapete nicht einfach überstreichen. Wir mussten uns ein Gerät leihen, um die Tapete mit Dampf zu entfernen. Natürlich hatten weder Rodrigo noch ich eine Ahnung, wie man mit dem Gerät richtig umging. Deshalb sah das Ergebnis entsprechend scheußlich aus. Wir mussten die Wände mit einer sehr feinen Mischung aus Gips und anderen Zutaten abspachteln, um sie wieder zu glätten. Nach all diesen Arbeiten hatte Rodrigo schließlich nur noch 2 Tage, sich 600 Seiten einzuprägen. Wie besessen machte er sich mit Hilfe von Amphetaminen Tag und Nacht an den Lesemarathon. Am Tag der Prüfung erschien Rodrigo im Vorlesungssaal. Er setzte sich auf seinen Platz und bekam die Prüfungsbogen. Er blieb allerdings nicht wach, um die Bögen auszufüllen. Sein Körper sank nach vorne und sein Kopf fiel mit einem dumpfen Schlag auf den Tisch. Die Prüfung musste für eine Weile unterbrochen werden. Die Soziologie-Dozentin wurde hysterisch und auch die Studenten in der Nähe von Rodrigo gerieten in Panik. Sein Körper war steif und eiskalt. Alle im Saal befürchteten das Schlimmste. Sie glaubten, er habe einen Herzanfall und sei gestorben. Man rief Sanitäter, um ihn zu holen. Nach einer ersten Untersuchung stellten sie fest, Rodrigo schlafe tief und fest. Man brachte ihn ins Krankenhaus, wo er den Amphetaminrausch ausschlafen konnte. Meine Identifikation mit Rodrigo war so total, dass ich es mit der Angst zu tun bekam. Ich war in der Tat genau so wie er, aber ich konnte die Ähnlichkeit nicht mehr ertragen. In einem Anfall von selbstmörderischem Nihilismus, zumindest sah ich es so, mietete ich ein Zimmer in einem schäbigen Hotel in Hollywood. Die Teppiche waren grün und hatten große Zigarettenbrennstellen, die offenbar gerade noch gelöscht worden waren, bevor ein richtiges Feuer ausbrach. An den schmutzig grünen Wänden hingen verblichene grüne Vorhänge. Die blinkende Hotelreklame leuchtete die ganze Nacht durch das Fenster. Ich tat also genau das, was Don Juan von mir verlangt hatte, aber auf Umwegen. Ich tat es nicht, um Don Juans Forderungen zu erfüllen oder in der Absicht, unsere Meinungsverschiedenheiten beizulegen. Ich blieb monatelang in diesem Hotelzimmer, bis meine Person starb, so wie es Don Juan mir erklärt hatte. Ich blieb dort, bis es mir wirklich gleichgültig war, ob ich allein oder mit Leuten zusammen war. Als ich aus dem Hotel auszog, nahm ich für mich allein eine Wohnung in der Nähe der Universität. Ich setzte mein Anthropologiestudium fort, das ich nie unterbrochen hatte, und ich begann ein sehr einträgliches Unternehmen mit einer Partnerin. Alles schien bestens in Ordnung zu sein, bis ich eines Tages erkannte, und diese Erkenntnis traf mich wie ein Schlag auf den Kopf.
dass ich mich für den Rest meines Lebens um mein Unternehmen kümmern musste und meine Gedanken um die Scheinentscheidung kreisen würde, ob ich Akademiker oder Unternehmer sein wollte, oder dass ich mich über die Schwächen und Allüren meiner Partnerin ärgern durfte. Ich war völlig verzweifelt. Zum ersten Mal im Leben wusste ich trotz all der Dinge, die ich getan oder gesehen hatte, keinen Ausweg. Ich hatte die Orientierung verloren. Ich begann ernsthaft mit der Idee zu spielen, mein Leben auf eine sehr praktische und schmerzlose Weise zu beenden. Eines Morgens weckte mich ein lautes und hartnäckiges Klopfen an der Tür. Ich dachte, es sei die Vermieterin und befürchtete, sie würde die Tür mit einem Hauptschlüssel öffnen, wenn ich nicht auf das Klopfen reagierte. Ich stand auf und öffnete die Tür. Vor mir stand Don Juan. Meine Überraschung war so groß, dass es mir die Sprache verschlug. Ich stammelte und stotterte, ohne ein vernünftiges Wort hervorzubringen. Ich wollte ihm die Hand küssen und vor ihm auf die Knie fallen. Don Juan kam herein und setzte sich völlig unbeschwert auf den Bettrand. »Ich bin nach Los Angeles gekommen«, sagte er, »nur um dich zu sehen.« Ich wollte ihn zum Frühstück einladen, aber er sagte, er habe andere Dinge zu erledigen und könne nur kurz mit mir sprechen. Ich beeilte mich, ihm meine Erfahrungen in dem Hotel zu schildern. Seine Anwesenheit brachte mich so durcheinander, dass mir noch nicht einmal der Gedanke kam, ihn zu fragen, auf welche Art er meine Adresse herausgefunden hatte. Ich sagte Don Juan, ich bedauere aufrichtig, was ich in Hermosillo gesagt hatte. »Du musst dich nicht entschuldigen«, sagte er beruhigend. »Jeder von uns macht genau das Gleiche. Auch ich bin einmal der Welt der Zauberer entflohen und musste beinahe sterben, um meine Torheit zu erkennen. Es kommt nur darauf an, die Krise auszulösen. Auf welche Weise das geschieht, ist nicht weiter wichtig. Genau das hast du getan. Die innere Stille wird für dich etwas Reales. Aus diesem Grund bin ich hier bei dir und rede mit dir. Verstehst du, was ich meine?« Ich glaubte, ihn zu verstehen. Ich begriff, dass er intuitiv wusste oder gesehen hatte, so wie er in der Luft Dinge sehen konnte, dass ich am Ende meines Lateins war. Deshalb war er gekommen, um mir weiterzuhelfen. »Du hast keine Zeit zu verlieren«, sagte er. »Du musst dein Geschäft in einer Stunde aufgelöst haben, denn ich habe nur eine Stunde Zeit, um auf dich zu warten.« »Ich will damit nicht sagen, dass ich nicht auf dich warten möchte, sondern dass mich die Unendlichkeit unbarmherzig vorwärts treibt. Sagen wir also, die Unendlichkeit gibt dir eine Stunde, um alles aufzulösen. Für die Unendlichkeit ist die Freiheit das einzig lohnende Unternehmen. Jedes andere Unternehmen ist Betrug. Kannst du alles in einer Stunde auflösen?« Ich musste ihm nicht versichern, dass ich das konnte. Ich wusste ohnehin, ich musste es tun. Don Juan sagte mir dann, wenn es mir gelungen sei, alles aufzulösen, würde er mich auf dem Marktplatz einer Stadt in Mexiko erwarten. Da ich inzwischen nur Gedanken für die Auflösung meines Geschäfts hatte, achtete ich nicht genau auf das, was er sagte. Er wiederholte es und ich dachte natürlich, er mache einen Spaß. »Wie komme ich in diese Stadt, Don Juan? Soll ich mit dem Wagen fahren oder das Flugzeug nehmen?« fragte ich. »Löse zuerst ein Unternehmen auf«, befahl er, »dann wirst du eine Antwort auf diese Frage finden. Aber vergiss nicht, ich warte nur eine Stunde auf dich.« Er ging und ich machte mich in Windeseile daran, alles aufzulösen, was ich hatte. Natürlich dauerte das länger als eine Stunde, aber ich dachte darüber nicht nach. Denn nachdem ich die Auflösung des Unternehmens in Gang gesetzt hatte, ließ ich mich von den Dingen mitreißen. Erst als alles geschehen war, stand ich vor dem eigentlichen Problem. Ich wusste, ich hatte hoffnungslos versagt. Ich hatte kein Geschäft mehr und ich konnte Don Juan nie mehr erreichen. Ich legte mich ins Bett und suchte den einzigen Trost, der mir blieb: Ruhe und Stille. Don Juan hatte mir eine Methode gezeigt, die das Finden der inneren Stille fördern sollte. Ich setzte mich also mit angewinkelten Knien auf das Bett, so dass sich die Sohlen der Füße berührten. Mit den Händen umfasste ich die Fußgelenke und drückte die Füße aneinander.
Er hatte mir einen dicken Holzpflock gegeben, den ich immer bei mir trug, wohin ich auch ging. Das Holz war etwa 35 Zentimeter lang. Wenn ich mich vorbeugte und das Holz zwischen die Füße stellte, konnte ich den Kopf darauf abstützen. Dazu legte ich den Punkt mitten auf der Stirn auf das gepolsterte obere Ende des Pflocks. In dieser Stellung fiel ich jedes Mal in wenigen Sekunden in einen tiefen Schlaf. Ich musste wie üblich mühelos eingeschlafen sein, denn ich träumte, ich sei in der mexikanischen Stadt, wo Don Juan auf mich warten wollte. Diese Stadt hatte mich stets fasziniert. Einmal in der Woche war Markt und die Bauern der Umgebung kamen mit ihren Erzeugnissen zum Marktplatz, um sie zu verkaufen. Am meisten beeindruckte mich die gepflasterte Straße, die in die Stadt führte. Direkt am Anfang der Stadt zog sich die Straße über einen hohen Hügel. Ich saß oft auf einer Bank neben einem Stand, wo man Käse verkaufte, und blickte zum Hügel. Von dort sah ich die Leute, die mit ihren Eseln und Lasten in die Stadt kamen. Aber zuerst sah ich ihre Köpfe. Beim Näherkommen sah ich mehr von ihren Körpern. Aber erst, wenn sie die Hügelkuppe erreichten, sah ich sie in ihrer ganzen Größe. Es hatte stets den Anschein, als würden sie entsprechend ihrer Geschwindigkeit langsam oder schnell aus der Erde auftauchen. Im Traum wartete Don Juan auf mich neben dem Käsestand. Ich ging zu ihm. »Du hast es aus deiner inneren Stille heraus geschafft«, sagte er und klopfte mir auf den Rücken. »Du hast deine Krise ausgelöst.« Einen Augenblick lang hatte ich schon die Hoffnung aufgegeben, aber ich bin hier geblieben, weil ich wusste, du würdest es schaffen. In dem Traum machten wir einen Spaziergang. Ich war so glücklich wie noch nie. Der Traum war klar und ungeheuer real, so dass ich nicht daran zweifelte, dass ich das Problem gelöst hatte, auch wenn meine Lösung nur eine Traumfantasie war. Don Juan lachte und schüttelte den Kopf. Er hatte eindeutig meine Gedanken gelesen. »Du befindest dich nicht in einem Traum«, sagte er. »Aber wer bin ich, um dir das zu sagen? Du wirst eines Tages selbst wissen, dass aus der inneren Stille keine Träume entstehen. Denn du wirst dich dafür entscheiden, es zu wissen.«